Das Instrument ist magisch, weil überleg mal, wir haben ein Stück Stahlblech, das wir formen, denn wir machen eine Skulptur und wir machen einen Klang. Weißt du, alles fliegt in alle Richtungen. Der Klang ist ein Körper. Workshops, wir haben für Anfänger und auch für Vorgeschrieben. Anfänger, die lernen so schnell. Das Ziel ist, dass die Leute lernen die Basics-Technik. Was wir geben, sind die Tipps und die Technik und ein paar Übungen, dass man kann sehr intuitiv lernen, sehr intuitiv spielen. Nach dem Unterricht gibt es immer Lagerfeuer abends, wo dann weiter gespielt, gejammt, ausprobiert wird. Wenn man sucht ein Instrument, wenn man sucht eine Scale, es gibt so viele Optionen, so viele Möglichkeiten. Und deswegen meine Empfehlung ist, unser Instrument testen, weil jedes Instrument ist handgemacht, jedes Instrument hat etwas anderes und etwas Besonderes. Und plötzlich ist da eins, was sie dann ganz tief berührt. Es ist so ein ganz ehrlicher Moment. Und das ist unglaublich schön, diese Einheit dann zu sehen. Ein großer Teil unseres Lebens ist, Musik zu machen. Es ist auch mein Ausdruck des Lebens, von allem, was ich wahrnehme, erlebe. Und ich muss spielen, ich muss kreieren. Und das Schöne an der Opsilon ist, dass sie eben diese ganz feinen, subtilen Klang- und Harmonieunterschiede sehr feinfühlig wiedergeben kann und hat auf der anderen Seite eben auch wirklich alle perkussiven Möglichkeiten, dadurch, dass es so ein stabiles, robustes Instrument ist.